Anstoßfreunde, herzlich willkommen zurück in Manchester. Was für eine unglaubliche Saison liegt denn da hinter uns? Wir sind in England so richtig, richtig angekommen. Erste Saison Meister in England mit Manchester United. Schaut euch das gerne zusammen mit mir nochmal an. Hier seht ihr es schwarz auf weiß. In der Saison 44-45 sind wir tatsächlich Meister mit Man U geworden. Zum 15. Mal nationaler Meister. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Und 820 Spiele mittlerweile als Trainer absolviert in den einzelnen Ligen. Ja, 42 Jahre sind wir alt. Jetzt geht es darum, auch weiterhin erfolgreich zu sein. Sprich, in der Liga den Titel natürlich nach Möglichkeit zu verteidigen, beziehungsweise aber auch international wieder anzugreifen. Wir werden dieses Jahr Champions League spielen. Natürlich. Da freue ich mich richtig drauf. Wir kaufen, ja, das haben wir das letzte Mal noch gemacht. Das ist sehr gut. Kaufen hier auch Aktien unseres Vereins. Beziehungsweise unserer Ex-Vereine. Und fangen mal an mit dem Club, weil ja, da die Kohle einfach am einfachsten auszugeben ist, weil die Kurse nicht so hoch sind. Gesamtvolumen haben wir jetzt 10,4 oder fast 5 Millionen Euro da drin. Das kann sich sehen lassen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich rein in die neue Saison. Planen hier wieder unsere Vorbereitung, werden auch am Supercup teilnehmen, am englischen. Da habe ich ja richtig Bock drauf, gegen Sheffield in Hin- und Rückspiel. Fantastisch, und wir kümmern uns natürlich um unseren Kader. Als erstes werden wir mal schauen, ob wir halbautomatisch was machen können hier bei Amazon. Der möchte aber seinen Vertrag nicht zu den Konditionen verlängern, was uns allerdings klar sein dürfte. 33, ja, da können wir sicher noch was machen an der Prämie, aber am Gehalt müssten wir eigentlich runtergehen. Eigentlich aber auch ein sehr billiger Kader. Eieiei, der ist auch noch Top-Verdiener, so ein richtig günstiger Kader. Was verdient er sich hier bei uns? Ein Papu Gomesch auch. Boah, da, also das sind schon, das ist richtig günstig, was wir hier haben. Da können wir uns drüber freuen. Wir bräuchten noch einen Innenverteidiger. Ihr wisst, die Saison ist lang. Noch mal schauen, ob sich gewisse Spiele jetzt verleihen lassen. Nein. Setzen wir ihn mal auf die Transferliste. Immerhin ist er 33. De Silvestri, ja, ist auch nichts eigentlich, was wir brauchen könnten. Wittek ist beidfüßig und sehr variabel einsetzbar. Und Reis, dementsprechend könnte man schauen, dass wir ihn vielleicht auch loswerden. Ja, so wie gehört, der war vorher schon da bei uns. Den würde ich gerne verleihen. Wenn möglich. Dann haben wir hier mit Klump 26. Okay.
Das passt. Porro 27 natürlich gesetzt erstmal. Dann schauen wir mal, ob wir ihn vielleicht verleihen können. Dann muss man loswerden. Also hier haben wir auch sehr viel Möglichkeiten. Richter 22, ja, das sind Zehner, aber der kann halt auch nichts. Der hat halt auch kein großes Talent. Vielleicht kann man ihn ja loswerden. Die beiden sollten angreifen. Ja, ganz klar, mittlerweile nur noch der Backup. Für Koch, der sich wirklich, wirklich geil entwickelt hat. Den haben wir geholt. Also wir werden auch wieder unseren Scout losschicken jetzt dann gleich. Das hat sich richtig rendiert. Mir lässt sich nicht verleihen. Ja, aber er ist 33, dann kann er gehen. Denn wir haben The Budgie. Wir haben, na dann darin Pabu Gomez. Und wir haben Ogier Saraga. Auch eher gut drauf. Jo. Also, wir brauchen auf jeden Fall defensiv etwas. Wir brauchen im Tor. Quatsch, vergessen Sie es, zumindest einen Ersatztorhüter. Knieprobleme, also ich bin. Ja. Wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein und schauen mal, was es einfach hier so auf allen Positionen gibt an ganz, ganz jungen Leuten für die Zukunft. Da hätte ich doch schon. Meinen Torhüter. Okay, im linken Mittelfeld. Okay, hier haben wir eigentlich noch ein Riesentalent. Im linken Mittelfeld, wenn wir den nicht holen, wären wir eigentlich doof. Spieler, Elfmeter-Töter, wie viel haben wir denn zur Verfügung dieses Jahr? 18 Millionen, ne? Okay. Jugendspieler haben wir aber einiges zu bieten. Da ziehen wir mit Sicherheit noch einen hoch. Da ziehen wir mit Sicherheit noch einen hoch, okay. Wir belassen es jetzt erstmal dabei, würde ich jetzt sagen. Auch wenn mir klar ist, dass wir noch mehr Spieler brauchen werden. Nein, Tor wieder. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich schau mal, ob ich ihm das Gehalt kürzen kann. Wenn wir ihm hier nochmal was geben. Ja, da haben wir jetzt ja ordentlich an Gehalt gespart. Bei Haare wäre man halt richtig doof, wenn wir da nicht zuschlagen. So, auch für die Zukunft. Vielleicht macht das jetzt zum Schnäppchenpreis hier. Der kann sich's vorstellen, die Roma zu verlassen. Sehr gut. Das Problem ist nur tatsächlich, dass wir perfekt. Vereinsvideo, okay. Das sind wir schon auf 22 hoch.
Ja, noch machen wir doch keinen Gewinn mit. Dass wir einfach aus Afrika kann man noch eine zweite einstellen. Nein. Okay. Dann schauen wir mal, was noch zusammenkommt hier. Wollen wir ihn für 6,9 ziehen lassen? Wir schauen noch. 2 Jahre Vertrag, 23 ist er erst. Skandalnudel. Mittleres Talent bringt mir aber nichts. Der spielt bei mir nicht. Also soll er gehen. Na gut, Stammspieler bist du bei mir nicht. Dessen musst du dir bewusst sein, mein Freund. Okay, geht nach Empoli, nach Italien. Okay, Itenium. Haben wir uns gesichert? Okay. So, jetzt haben wir halt die Sache, die wir noch klären müssen, mit welchem Verteidigerpaar gehen wir da rein. Emerson ist gesetzt, Ali mit seinen 22 eigentlich auch. Jo, jo, und dann haben wir noch ihn als Ersatz. Das ist mir fast zu wenig, wenn sich da ein Innenverteidiger... Oh, 33 Millionen schon. Ich denke mal, die Fanartikel gehen jetzt halt auch. Und 33 Millionen bin ich tatsächlich... Gibt aber keinen vernünftigen Torhüter. Ferran Hitzkopf. Wir könnten Arsenal natürlich das Schnippchen schlechthin schlagen. Das machen wir natürlich auch. Wir werden mal schauen, auch dass wir vielleicht defensiv gibt es einfach nichts Gescheites auf dem Markt. Da gibt es einfach nichts Gescheites. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte tatsächlich auf die Innenverteidiger gehen, da könnte mir das nächste Schippchen schlagen. Und auch das werden wir machen. Das werden sie uns vorhalten, das ist klar. Aber das wäre natürlich schon mega. Wenn wir jetzt halt den Jungen hier bekommen könnten. 15 Millionen, gut, mein Gott. Wir holen von einem Liga-Konkurrenten. Mein Gott. Wäre jetzt nicht das Problem.
wäre jetzt nicht so das große Problem. Auch die 7,8 Millionen stemmen wir. Mein Problem ist mir wirklich, dass der Kader nicht breit genug aufgefächert ist. Millionen, also es kommt jetzt in die richtigen Sphären. Ja, natürlich nehmen wir den Jungen mit. So, wir gehen jetzt in die Verhandlungen. Milan möchte mitmischen. Das Trainer sehr gute Entwicklungschancen sieht, ja. Mag ja sein. Aber also er wird Arsenal auf jeden Fall verlassen. Mailand will ihn anscheinend unbedingt haben. Damit ist Milan aber raus und er wechselt zu uns. Das Wichtigere ist jetzt, dass wir einen neuen Torhüter holen. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Wir haben eine neue Nummer 1. Wir haben eine neue Nummer 1 und dann Paul Lopez werden wir tatsächlich versuchen zu Geld zu machen. Der wird sich sicher nicht verleihen lassen. Ja. Hier ist unsere Nummer 1, 25, riesiges Talent. Na, Hitzkopf, mein Gott, ist halt dann so. Du natürlich einen Torhüter an der Angel, okay. Okay, also wir tippen mal, wir schauen mal, was wir hier haben. Das wird unsere Startelf definitiv. Mittelmäßig nur noch, okay. Vereinsgelände wird ordentlich gebaut für die Zukunft. Alexander Kofler aus Liberien. Liberia, ja. Ja, mein Freund, mit dir würde ich gerne was machen. Na, hat gleich eine Adduktorenzerrung, das macht aber nichts. Ich hoffe mal nicht, dass er verletzungsanfällig ist.
Atalanta Bergamo, wir treffen uns auf unser altes Team. Mostende aus Belgien und Red Bull Salzburg. Wir treffen auf unser altes Team. Die auch wieder Champions League spielen. Das wird interessant. Bielefeld schafft es gegen Bayern ins Endspiel um den Ligapokal. Kofler kriegt die 21. Stärke 7. Geil. Geil. Ja, richtig nice. Dann schicken wir ihn doch gleich noch mal los. Sollen wir noch mal? Ich würde sagen, ja. Nord- und Mittelamerika? Ne, mal Afrika. Okay, Wembley Stadion. Batschin, der wird spielen. Er ist Torjäger. Wembley Stadion. Supercup. 100.000 vor Ort. Marcel Reis, Oshir Saraga. Macht die Vorlage. 1-1 mittlerweile. Regis Isidoro. Jo, Sheffield macht den Führungstreffer. Jetzt aber haben wir Rückenwind durch die rote Karte für Albanis. Einwurf, Reiß direkt vors Tor. Jawohl, Maggiore. Rudi. Ali geht an ihm vorbei. Es ist nur ein Spiel, okay. Verlängerung. Okay, wir werden tatsächlich De Baggi bringen. Und gehen dann aber doch ins Elfmeterschießen. Gut. Wir starten mit Pabu Gomez, Korte, Baggi, Reus, Solund. Okay. Okay. Boah! Wahnsinn, erstes Spiel von Lassigas. Hat ihn. Pau Gomez. Lassigas. Keine Chance diesmal. Emerson. Flach ins Eck. Henderson hat geahnt. Oh, Werdab. Okay. Heiselberg. Lassigas. Werd wieder ab. Der Held des Abends. Maggiore. Maggiore macht Isidoro. Der aus dem Spiel. Boah, 3 Tore schon wieder! Isidoro vergibt, der es gemacht hat, knallhart. Koch macht's, David Koch entscheidet's. Wir haben unseren nächsten Titel. Leute, wir haben den nächsten Titel. Wir sind englischer Supercup-Sieger. Richtig, richtig geil. Boah, mega, Leute. Das freut mich. Supercup-Sieger. Insgesamt zum 8. Mal einen nationalen Supercup gewonnen. Was machen die Dinge? Oh, ein bisschen gestiegen. Können wir aber den hier. Wir haben ja Geld.
Das können wir ja ruhig raushauen. Okay. Southampton am ersten Spieltag kommt zu uns und legt los wie die Feuerwehr. Geht 2-1 in Führung. Wow, Papu Gomez ist mittlerweile ausgeglichen, mittlerweile den Anschluss gemacht bzw. ausgeglichen und dann aber die erneute Führung 3-1 jetzt für Sheffield 4-1, wir werden vorgeführt jetzt gerade. 5-1, okay. 5-2. Unglaublicher Start. Rudi. Wahnsinn, was hier abgeht. Koch. Gomez. Unglaublich, Majore. Ja, eine Halbzeit zum Vergessen. Wow. Also das ist wirklich zum Vergessen hier. 11 Meter hält Las Sicas, lässt im ersten Spiel 5 Buden zu. Boah, Papu Gomez. 3-5. Hält ihn aber nicht mehr. Was ist denn hier los? 4-6 mittlerweile. Fünf, sechs. Nein, wir verlieren das Spiel. 5-6. Was war denn das für ein Spieltag? Was war denn das für ein Auftakt? Unglaublich. Das kannst du doch keinem erzählen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. 14. Alter. Das kannst du doch keinem erzählen. Ich würde tatsächlich ihn bringen wollen. Und dann, da Rudi nicht spielen kann, auf Devaji. Hoffen. Ach Quatsch. Der Badge, der reinkommt. Das ist mir mehr groß, aber ja. Ja, was willst du machen? Wir brauchen ihn theoretisch nicht. So, jetzt gehen wir aber ins Champions League Spiel rein. Im Old Trafford, im Theater of Dreams, gegen Red Bull. Gegen die Bullen aus Salzburg. Lasikas. So grandios er auch gehalten hat. Im Supercup im Elfmeterschießen, das ist so unsicher wirken wir gerade jetzt. Trotzdem David Koch mit dem ersten Tor in der Champions League.
Ruschisaraga, aber Tunsi mit dem Ausgleich und Fetti mit dem Führungstreffer. Alter Leute, Maggiore, 3-3, wir sind noch nicht angekommen. Porro. Oh, war ja 3-3. Basti Rudi, Sebastian Rudi wieder da. Also da ist einiges, was hier. Okay, riesig. Puh, viel Arbeit in der Saison. Okay, wir wissen aber. Oh, David Koch, gut. Dass die Saison besonders wird, ist ganz klar. Wir konnten frei aufspielen in der letzten. Jetzt erwartet jeder von uns die ganz, ganz großen Dinge. Marcel Reis. Und jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. Und auch das Team muss sich erst finden, ganz klar. Latzel bei Leicester. Lasikas muss erst ankommen, hat einen schweren Stand. Aber ich vertraue ihm. Für Leicester, okay. Die ersten drei Punkte sind eingefahren, glücklicherweise. Probieren wir es mal andersrum. So, also. Wir gehen in die Einzelgespräche. Haben natürlich viel vor. Aber ihr wisst, Freunde der Nacht, viele Spiele bringen zwar Kohle, aber nicht immer gut in der Intention. Schauen wir mal, was wir gegen Hotspur machen können, aber gegen die Tottenham Hotspurs. Aber ihr seht schon, die Teams alle sehr, sehr nah beieinander. Auch von der Stärke her. Es ist halt eine unglaublich starke Liga. Debaci, er rechtfertigt seinen Einsatz. Er zeigt mir ganz klar. Lass mich spielen und du kriegst die besseren Ergebnisse. Papu Gomez noch zu wenig präsent. Meiner Meinung nach. 1-0 gewonnen. Okay, dann nächster Sieg. Stände. Gut, da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir hier als Sieger vom Platz gehen. Brauchen wir nicht reden.
grundsätzlich das bessere Team. Auf dem Papier. Jetzt müssen wir es nur noch auf dem Platz umsetzen. Philippe allerdings für Ostende. Wir kriegen es aber nicht umgesetzt auf dem Platz. Jungs, es geht beim Fußball nicht um Leben oder Tod. Es geht um mehr als das. Zwischenrunde wäre schön. Ganz klar. Davon sind wir allerdings im Moment weit entfernt. Lass die Gas hält. Lass die Gas nach vorne hat ihn im Nachfassen. Puh. 0-0. Naja. Naja. Ja. Harte Saison. Harte Saison. Petro Porro, zweites Tor. Bringt uns in Führung. Wolverhampton in Rückstand. Aber das geht hier echt mega schnell. Wir können es auch wieder nicht umsetzen, dass wir noch einen drauflegen. Jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. Auch hier wieder nicht. Ecke jetzt Sauerland. Auch hier können wir wieder nicht. Aufbauen. Hast du einen 1-0 Sieg? Ganz eng da oben. Linksverteidiger, na schon mal. Was wir mit dem dann anfangen können. Also, wir verhandeln hier mal mit ihm. Ne, großes Talent brauchen wir nicht. Okay. Auswärts in Newcastle, ne, zu Hause. Zu Hause. Porro, De Baggi. Okay. Er macht's nicht, weil wie gesagt, alle ganz nah beieinander, die Teams. Auch von der Stärke her, da entscheiden Nuancen. Da entscheiden wirklich Nuancen. Gelb-Rot. Komm, Brechstange nochmal, Reiß. Ali, komm, den Gebühl an den Ball, lenkt in den Sack. Drin ist er. Ali.
Jawohl, der nächste 1-0-Sieg. Der nächste 1-0-Sieg. Und jetzt wird es natürlich interessant. Wir spielen gegen unseren alten Club. Zu Hause in der Champions League. Eigentlich gleich auf die Mannschaften. Helmersen, Tor, Helmersen. Den haben wir noch geholt. Marcel Reis, Abruge haben wir geholt. Manos haben wir geholt. Mustafa haben wir geholt. Wir haben sie alle geholt. Bouakier haben wir geholt. Sahedi haben wir geholt. Wir führen mittlerweile durch Sauerlach. Wolesak ist mittlerweile im Tor angelangt bei Atalanta. Also wir haben sie zu einem Top-Team geformt. Gut, wir haben auch infrastrukturmäßig ein bisschen was gemacht. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Die kriegen auch Kohle. Können sich dadurch verbessern, verstärken. Juncker haben wir ebenfalls geholt, wie Sauerlach eigentlich. Claude Mori ebenfalls. Munoz macht das Tor. Und Claude Mori in der 90. Es ist ein Trauerspiel, es ist ein Trauerspiel. Also wenn wir da noch was bewegen wollen, müssen wir ja, wirklich, wirklich Gas geben. Jetzt aber erstmal gegen West Ham. Die sind Erster und wollen es auch bleiben. Helgason mit dem Treffer. Wie gesagt, auch sehr ausgeglichen. Da wieder die Stärke. 60.000 Heimspiel für West Ham. Also Wahnsinn. Ist schon mit die definitiv ja, ausgeglichenste Liga, ganz klar. Wie oft soll ich euch sagen, ihr sollt kämpfen? Okay, hier gehen wir gerade wieder unter. Ali macht das Tor. Der gut reinkommt jetzt. Rudi, der Baci mit der Fußspitze, mach ihn rein. Nein, Siebenhandel hat keine Schwierigkeiten. Terreo, eieiei, also es ist eine. Boah. Wir kommen wieder mal unter die Räder. Wow, was wir an Gegentoren kassieren, ist nicht mehr. Also, da sind wir ganz weit mit vorn dabei. Puh. Puh, Freunde. Kann ich dazu erstmal nicht sagen. Also es ist schon wir müssen uns auf jeden Fall was einfallen lassen, wenn wir da die nächste Zeit erfolgreich sein wollen.
Kohle für ihn mal mit. Also es wird eine deprimierende Saison im Moment. Überall läuft es nicht besonders gut. Ist jetzt nicht so, dass wir hier extrem schlecht wären. Aber halt auch nicht, jawohl, die Erwartungen erfüllen können, die wir an uns selbst haben. Wobei, wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, mega ausgeglichen diese Liga. Mega ausgeglichen. Die auch nachrüstet und aufrüstet ohne Ende. 2-0. Endlich hat auch mal wieder Papu Gomes getroffen. Weiter so. Arsenal große Probleme dieses Jahr. Wir haben ihnen gute Spiele abgenommen. Sauerland kann abwehren. Ja, es ist. Wieder lassen wir es liegen. Wieder lassen wir die Punkte liegen. Das ist deprimierend. Papu Gomes jetzt aber mit dem Torinstinkt. Das ist das, was ich sehen wollte. So. Dementsprechend kriegt er jetzt noch die Schusskraft dazu. Ich hoffe, er setzt sie gleich ein. Jawohl, Papu Gomes! Drittes, erstes Tor, dritte Minute. Der Baschi, gutes Tor. Man merkt, wir wollen. Ihr merkt, wir wollen. Wir wollen endlich den ersten Sieg dieses Jahr in der Champions League. Das merkt man allerdings ganz, ganz deutlich. Also wir schießen uns da schon ein bisschen auch den Frust von der Seele. So ist es nicht. Ist ja nicht so, dass wir schlecht spielen oder dass es nicht läuft. Ganz im Gegenteil, wir stehen eigentlich recht gut da, aber trotzdem viele Punkte vergeben. Viele, viele Gegentore. Hattrick heute von dem Baji, der rausgeht. Jetzt, um sich den Applaus abzuholen. 6-0. Ja, da kann man schon stinkig werden. Das ist klar, aber so, wenn es so weiterläuft, dann sehe ich da keine großen Probleme erstmal. Watford, 22.200. Hirano für Watford, er trifft. Reiß mit dem Ausgleich. Ja, viele Spiele, viel auf neue Gegner einstellen. Aber wir wollen auf keinen Fall. Mach ich nur Haaresbreite vorbei. Hier. Ja, Mann. Die Saison ist gut. Wir haben einen Titel, haben wir schon geholt. Adi, komm. Spiel zurück zu Sebastian Rudi. Der schießt
Vor die Füße von Ali. Drin ist er. Drin ist er. Jawohl. Debaji streckt sich. Hat aber den Ball. Okay. Reis, okay, raus auf die Tribüne. Zarara bekommen. Klump wird kommen, komm. Wir bringen neue Impulse. 2-1, okay. Oh, schaut euch das an, das ist alles extrem eng beieinander. Extrem 7 Punkte bis zu Platz 14 runter. Also wenn du dich da durchsetzen kannst. Oh ja. Meine Freunde, ich merke gerade, wir sind ja noch Nationaltrainer. Für das Freundschaftsspiel können wir nichts mehr machen. Okay, Serbien, Moldawien oder Lettland. Moldawien, San Marino, machen wir San Marino. Und schau mal, was wir mit unserer Mannschaft machen können. Wir nehmen natürlich wieder nur die Besten mit. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, so. 9. Spieltag und wir spielen zu Hause gegen Burnley. 114, das ist eigentlich auch recht gut. 10.000 Leute bringen die mit. Einfach mal, ja? Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja gut, die peitschen die nach vorne. Wahnsinn! Hin und her, 2-1 mittlerweile für Burnley, 3-1 für Burnley. Boah. Maggiore. Gelb-Rot jetzt, okay. Das wäre was, was wir ausnutzen müssen, auf jeden Fall. Ja, vielleicht bringt uns tatsächlich einer, der einen Torriecher hat. Nur so Maxi bitte tatsächlich mal was. Wir verlieren 3-1. Ja. Ist so. Die Frage ist natürlich, stellen wir Paul Lopez wieder ins Tor? Wenn ja, warum? Nein, wir haben uns für die neue Nummer 1 entschieden. Dementsprechend. Bleiben wir dabei auch. Also wir sind, da sind wir besser auf jeden Fall auf dem Papier. Zumindest auf dem Papier. Jetzt will ich, dass ihr denen zeigt, was Sache ist. Ich möchte halt doch gerne in die Zwischenrunde. Weil es halt da schon extrem viel Kohle zu holen gibt. Ah.
Ecke, okay. So, du kriegst das jetzt hier. Okay. Okay, jetzt kommen die Verletzungen. Das ist das Problem. Maggiore. Ecke. Reis. Koch in die Wolken, leider. Wir probieren alles, aber 0-0 ist zu wenig. Amazon. Nee. 0-0 ist einfach nicht das, was wir wollen. Aber wir sind schon mal in der Euroleague. Das ist zumindest was. Liverpool, ja. Auf der Anfield Road müssen wir definitiv gewinnen. Was anderes ist da nicht erlaubt. Der Baggi Gomez, okay. Also schaut euch mal an, wie knapp das hier alles ist. Wahnsinn. Mit 4 Teams mit 19 Punkten. Und wir werden da immer den kürzeren ziehen im Moment, weil wir einfach das extrem schlechte Torverhältnis haben. Jetzt haben wir endlich wieder ein Plus-Torverhältnis. Gerade eben durch das Tor von Marcel Reis. Das war's dann aber auch. Okay, 3-1 gewinnen wir. Wir sind für den aktuellen Vorstand. Oh, die Opposition geht richtig rein hier. Okay. ,8, ja, da habe ich schon. 98 mal mehr. Okay, 2,1, da können wir wieder kaufen. Mille. Linkes Mittelfeld, nein, brauchen wir auch nicht. Überlegen, ob wir nochmal für Sebastian Rudi Ersatz holen sollten. Und dann einen richtig guten auf 12. Marcel Reis. Viertes Tor. Der liefert ab. 1-1 mittlerweile. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Okay. 1-1. Na gut. Damit kommen wir klar. Oder einen 12er Stürmer. Wäre auch was. Die können wir natürlich alle nicht einsetzen. Das ist mir schon klar.
in der Kaltriola. Er ist halt eine absolute Legende. Der Junge weiß auch, wie man Champions League gewinnt. Und überhaupt irgendwas gewinnt. Lass ihn bei uns zur Legende werden. Lass ihn bei uns zur Legende werden. Der würde uns maximal stabilisieren da hinten. Richmond Walk hier, okay. Bitter, wenn ich dein eigenes Team fertig mache. Bitte, bitte, wenn dich dein eigenes Team, dein ehemaliges Team, fertig macht. Mostafa. Junker. Tja. Wir sind raus aus der Champions League. Dürfen aber weitermachen gegen Zagora aus Bulgarien. Interessant. Was übrigens auch interessant ist. Oh, Sauerland. Ist das ein Bug oder sonst irgendwas? Fällt mir jetzt erst auf. Oder haben wir da das Spiel gecrushed? Ich hoffe nicht. Wir werden es mal sehen. Wir hatten noch überhaupt keine Spiele irgendwie im FA Cup. Derby. Bitter. Bitter. Auch da wieder nicht. Doch, Sascha Koch. Endlich. Jawohl. Kaplan mit dem Eigentor. Ali mit seinem vierten Tor. Wunderbar. Kaltriola, den hätte ich halt zu gern. 13. Spieltag. Aber Leute, wir müssen doch im... Oh, das ist nicht gut. Kommt das vielleicht alles noch? Wahrscheinlich. Interessant. Ja, wir verhandeln.
Juve will den Superstar halten. Gut, wir sollten vom Geld eigentlich nicht mithalten können mit Juve. Aber vielleicht wollen sie ihn damit auch nicht mehr. Gut. Okay. Ja, neue Sechser. Caldriola, Sebastian Rudi fliegt damit raus. Caldriola, er ist eine italienische Legende. Wir haben ihn groß gemacht. 107 Länderspiele übrigens. Welt- und Europameister, alles gewonnen unter uns, was geht. Wir hoffen mal, dass er Stabilität reinbringt in die Defensive. Caldriola. Boah, Doppelpack Rice. Patrick Rice. Wahnsinn. Richtig gut. Lassigas, er kommt langsam an. Viertes Tor von Rice. Rice macht das im Alleingang. Fünftes Tor, Rice. Alter, was geht denn ab? Caldriola bringt den Ball unter Kontrolle. Alle Tore, Marcel Reus. Unglaublich. Marcel Reus zerstört. Caldriola darf nicht mitmachen, für ihn kommt Basti Rudi. Sebastian Rudi. Denn auch international soll was gehen hier bei uns. Okay, Champions League lassen wir hoffentlich jetzt hinter uns. Europa League soll alles natürlich viel, viel besser werden. Maggiore. Ausgleich. Puh, also international. Nicht unser Spielbesitz. Jetzt will ich, dass ihr denen zeigt, was Sache ist. Papu Gomez. Von ihm hat man sich viel mehr erwartet, auch von Koch natürlich. Aber Caldriola kann diese Sicherheit vielleicht bringen. Jawohl! Wichtig! Caldriola gegen Arsenal natürlich dabei. Im ausverkauften Emirates Stadium. Sauerland! Jawohl!
Sauerland. Reis kommt dem Gebühl an den Kopf voll. Lenkt ihn aufs Eck. Nein. Wir sind übrigens wieder Tabellenführer. Zum ersten Mal in der Saison. Ah, das ist jetzt natürlich doof. Eduardo Guerrero, Eddie Guerrero. Eduardo Guerrero, ja. Warum muss ich da an einen sehr, sehr berühmten Wrestler denken? War mein Lieblingswrestler, mit einer meiner Lieblingswrestler. Rest in Peace, Eddie. Viel zu früh von uns gegangen. Wenn ihr Eddie Guerrero kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ehre geht raus an Eddie. Ja, das war's dann mit der Tabellenführung. Also Freunde, ihr seht selbst, wie schnell es gehen kann. Tony Martinez wieder da, den möchte ich natürlich dabei haben. Da brauchen wir auch gar nicht groß lang umeinander snacken hier. Das ist so. Wenn du die Möglichkeit hast, ihn dabei zu haben, nimmst du ihn natürlich mit. So, natürlich Ziel weiterhin zur WM. Sieg wäre schön. Müssen wir uns zufrieden geben, kein Problem. Auch ein lausiges Spiel. Ja, klar, vorne noch. Was ist mit Porto ist gesperrt, okay. Okay. Hier, wir werden auch in der zweiten Hälfte kein, aber auch kein Meter Boden kampflos hergeben. Sauerland wird nicht angegriffen, zieht ab. Okay. Everton vorne. Mit 3 Punkten. Wir kommen jetzt natürlich auch langsam. Die Gefilde, wo wir tatsächlich auch drin sind im Spiel und uns auch an die Saison gewohnt haben. Aber ja, dann geh zu deinem Tottenham Hotspurs.
wollen hier natürlich jetzt alles klar machen. Ja, De Baggi. Ja, braucht man nicht drüber viel zu verlieren. Pabu Gomez nach Handspiel. Sauerland, gut. So soll das sein. Damit ziehen wir in die nächste Runde ein. Gegen Tottenham. Caldriola muss rein, Wittek kommt rein und Klump kommt rein. Auf geht's. Juan Emerson, drittes Tor. Caldriola sorgt für Stabilität da hinten drin. Im Moment Tabellenführer. Caldriola auf Ali. Ali. Koch um Hausbreite vorbei. Caldriola, Luca Caldriola macht seinen ersten Treffer für uns. Der hat Bock auf Titel. Cadiz. Da haben wir keinen Bock drauf. Doch, da haben wir jetzt das Problem. FA Cup. FA Cup. Vertrauen. Okay. Also, wir werden sehr oft auf die Hotspurs treffen jetzt. Wir kämpfen an allen Fronten. Und Leute, wir machen das gar nicht mal so übel. Okay. Na, schade. Wir haben die besseren Chancen. Aber Bentancur.
In der 90. In der 90. Beziehungsweise in der Verlängerung macht Luca Caldariola das Tor. Mega der Junge. Nicht wieder ins Elfmeterschießen, komm. Boah, Caldariola sichert uns den Sieg. Ein Spieler. Stimmt, das ist nicht mehr Liebe. Ja. Frabotta geht nach Dortmund. Okay. Oh, okay. Alle jetzt gesperrt. Was geht denn hier ab? Schauen wir mal, dass wir noch ein paar Spieler hinkriegen, die wir auf den Platz stellen. Am 17. Spieltag. Also, wir machen das richtig gut. Caldariola. Oh, Mist. Das ist Mist, das ist richtiger Schmutz. Wichtiger als das Spiel ist, dass Caldariola sich jetzt nicht zu sehr verletzt hat. Maggiore. Trainer Depardieu. James Maddison macht allerdings das Tor. Jungs, wartet ihr zufällig auf ein Klingelzeichen des Glücks? Ihr werdet in dieser Woche als Vorgeschmack den 5 Uhr Wecker hören, wenn das so weitergeht. Ja, also es ist eine sehr, sehr umkämpfte Saison, aber das ist ja Wahnsinn, was hier abgeht. Dieses Jahr, da kann jeder noch Meister werden, gefühlt. Und natürlich werden wir versuchen, dass wir so gut spielen wie möglich. Ja. Leider nichts draus gewonnen. Caldariola ist eine taffe Sau und beißt die Zähne zusammen. Stammtruppe wieder beisammen. Auch da wieder 32 Millionen zur Verfügung, also ihr seht. Ja, genau. Die kaufen wir. 2,2% haben wir schon. Es ist Wahnsinn. Hier in England. Das hört sich katastrophal an für uns, ja. Porro mit Schienbeinbruch, okay. Und
ist die Frage, wo wir dann natürlich nochmal nachgehen sollten. Luca Caldariola. Die Legende. Ja, das geht doch. Genau so weitermachen. Im nationalen Pokal, also praktisch der Ligapokal. Viele, viele Spiele für uns, wie gesagt. David Koch macht den Deckel drauf, Caldariola mit der Vorlage. Veranstalten noch mal eine Weihnachtsfeier, die machen wir gleich heute. Die Frage ist, linkes Mittelfeld. Geeigneten Kandidaten, die nicht hunderte von Millionen kosten. Touré, Ousmane Touré wäre natürlich was. Helmerson mittlerweile, krass. Möchte nachlegen. Leistungssteigerung. Gut, also Moldawien. Jürgen Eckelnkamp mit dem Eigentor. Nein, nicht mit dem Eigentor, mit dem Tor. Der spielt für Spanien, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der spielt ja für uns natürlich. Deutsch. 3-0. Geht einfach raus und schießt sie ab. Pino mit dem Anschluss. Sergio Lopez. Eckelnkamp. 3-0. Lirola 7-1. Stark.
Sehr, sehr stark. Am 18. Spieltag. Boah, ist auch super ausgeglichen. Aston Villa. Das sind Nuancen, die da entscheiden. Dieses Jahr. Ihr seht's ja selbst, das ist ja Wahnsinn. Ein Tor entscheidet dann da wieder alles. In solchen Spielen, Caldriola, der Mann, der halt Unterschiede machen kann. Der macht Unterschiede. Wahnsinn. Hat sich schon geholt, gelohnt, ihn zu holen. Der Mann macht die Unterschiede. Wieder da. Sauerland auf Trainingskurs hier. Ja, man kann Caldriola nicht zu viel loben, praktisch. Das ist unglaublich. Fürs Leberwurst, ja, aber ich will ihn haben. Fernandes ist wieder da. Island, 7. Spieltag. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft muss jetzt da was gehen. Hakans macht aber das Tor für Island. Eglinkamp vorbei. Puskás mit dem 2-0. Okay. Ausgleich. Ja, ihr habt sie doch im Kopf, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt nicht nachlassen. Martinez. Lirola. Boah, mega. Oh, wir gewinnen das. Geil. Ja, damit eigentlich klar. Wir haben so viele gute Leute, wir haben mindestens für wirklich gutes Fest gehört. Ja. ZSK Moskau ist raus. Touré ist drin. Touré wird spielen. FA Cup. Bath City. Gut, das sollte eine klare Nummer sein.
Amateurverein. Da gewinnen wir. Da bin ich mir sicher. Papu Gomez. FA Cup, erste Runde, okay. Koch. Gaitri, oder? Eins. Oh, rot jetzt auch noch für Bass. Kannst du vergessen. FA Cup gegen Everton. Okay, Koch auch noch die Schusskraft mittlerweile. Der Typ entwickelt sich zu einer Maschine. Jetzt soll er auch noch technisch stark werden. So. Viertelfinale im nationalen Pokal. Everton geht in Führung. De Bagé, okay. Okay, Manuel Wolf. Es sind zu viele Spiele, um überall, um wirklich überall gut dabei zu sein. Sauerland. Ali. Okay. Also, es ist zu hart, um überall dabei zu sein. Geil, Triola. Auch das wird nix, okay. Also, da ist im Viertelfinale im Ligapokal einfach mal Schluss. Ja, ein Spiel nach ja, das andere hier. Letztes Spiel der Vorrunde. Maxi Wittek, erstes Tor dieses Jahr. Everton auch noch Tabellenführer mittlerweile. Die führen gegen Swansea 1-0. Vielleicht kann ja Swansea noch was machen. Schwierige Saison, ja. Swansea geht in Führung. Und wir sind Tabellenführer. Wir gehen als Tabellenführer, als Herbstmeister in die Rückrunde. Oh mein Gott.
Ja, damit habe ich ja mein Lebtag nicht gerechnet. Krasse Saison, wirklich. Wow. Wow. Hammer gut. Das ist mega. Schauen wir mal, was die Fanartikel machen. Ja, mittlerweile machen wir auch satten Gewinn. Oh Leute, das ist mega. Zweikampf, okay, ist Stärke 2. Dafür hat er nichts gekostet und Kauf kostet. Oh ja. Ja, also kriegen wir alles hin. Bevor ich es vergesse, kaufen wir gleich nochmal was. Ja. Ja, wir kaufen noch ein bisschen was. Aber die ganze Jugend kommt hier mal rauf. Ich test mal alle ordentlich durch. Perfekt. Perfekt. Stärke 5, ja, den holen wir auch hoch, komm. Hol den Jungen auch hoch. Vielleicht wertet er sich ja auf. Und dann können wir immer noch verleihen, verkaufen oder was weiß ich, irgendwas. Perfekt. Also, Leute, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier wird nur noch das Einkaufszentrum gebaut. Da ist es, der Rest steht alles fantastisch. Wir sind Erster in der Liga. Wahnsinn, warum auch immer. Ligapokal sind wir leider im Viertelfinale raus. Aber im FA Cup geht's für uns weiter. Perfekt. So, und was auch noch ganz wichtig ist, in der Euroleague, in der Europa Liga, sind wir auch noch dabei gegen die Hotspurs. Ja. Oh, auch da Juve dabei. Okay. Jetzt sind schon mal die aktuellen Tabellen. Dortmund vorne. Sehr gut verstärkt mit Frabotta. Brauchen wir nicht reden. Der Club kämpft um den Aufstieg. Das freut mich. Wir sind vorne, das wissen wir. Dann Paris Saint-Germain jetzt richtig beschissen im Moment, okay. Juve nur Siebter. Empoli vorne, Atalanta als Vizemeister. Dritter. Wahnsinn. Dafür Napoli mit einer Mördersaison. Nur 9 Gegentore. Wow. Unser Torverhältnis brauchen wir dieses Saison im Moment noch nicht anschauen. Okay, doch, wir sind wieder bei plus 6. Das ist plus 11, das ist schon mal gut. Fantastisch. Die zweitbeste Tordifferenz damit, was die Tore angeht, sehr gut. Dachte ich eigentlich gar nicht. Weil wir haben ja schon ordentlich Tore kassiert. Also das muss man schon mal. Naja. In dem Sinne, Leute. Wir geben unseren Fans mal was zurück. Komm, wir kommen überfallartig. Wir kommen überfallartig. Komm ich hier irgendwie hin? Okay. Ja, hätte ja sein können. So, okay. Leute, ich würde sagen, das war's. Es war eine geile Hinrunde mal wieder.
holprig ohne Ende. Aber wir haben den Supercup gewonnen. Das ist ja schon mal was. Dieses Jahr. So kann man schon mal sagen, wir haben einen Titel. Wir kämpfen um die Verteidigung der Premier League. Wir kämpfen um die Europa League. Wobei das natürlich ein schöner Traum ist. Und wir kämpfen um den FA Cup. Noch dazu geht es als spanischer Nationaltrainer um den Einzug in die WM-Geschichte. Wir wollen natürlich wieder zur Weltmeisterschaft. Das ist ganz klar. Aktueller Weltmeister ist Deutschland. Das wollen wir natürlich ändern. In dem Sinne, Leute, danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal kostenlos. Alles kostenlos hier. Weitere Videos werden bald folgen. Ich habe nur zurzeit echt sehr wenig Zeit. Und außerdem macht Anstoß 3 immer noch verdammt viel Spaß. Schaut euch rein am Mana Monday. Nächsten Montag geht's weiter. Wir werden auch andere Projekte spielen. Bleibt also immer dran, also am besten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr, kein neues Anstoßvideo mehr. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt eine geile Zeit, lasst euch nicht ärgern und euer Colt sagt Tschüss, Ciao und Servus.